darf Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Poetikdozentur Literatur und Religion. Im vergangenen Semester haben Sibylle Levitscharow über Dante, der Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann über den Club der Atheisten und Nora Gomringer über Gott zwischen den Zeilen der Nora G. referiert. Heute darf ich von Freude und Dankbarkeit den renommierten österreichischen Schriftsteller Aris Brandstätter in unserer Mitte begrüßen. Er wird, achten Sie auf die Assonanzen, über Geistiges, Schöngeistiges, Geistliches sprechen. Anmerkungen eines praktizierenden Schriftstellers zum Verhältnis Literatur und Religion. Bevor er selbst spricht, gestatten Sie mir ein paar präludierende Bemerkungen. Literatur, höre ich immer, ist verborgene Theologie. Ich aber sage, Literatur ist allenfalls verbogene Theologie. Das Schreiben ist in unserer Zeit zur Unsitte geworden. So heißt es tadelnd in einem Brief, den der Abt des Klosters Ranshofen an Bruna Werner schreibt, der eigentlich für den Klostergarten zuständig wäre, sich aber lieber der Literatur widmet und ein größeres Interesse an rhetorischen Figuren, nicht zu sagen Stilblüten hat, als an der Fauna und Flora im Klostergarten. Ich halte nämlich, so der Abt weiter, die weltliche Literatur für einen Irrgarten. Die Literatur hindert uns auf dem Weg zu unserer himmlischen und ewigen Heimat. Sie lenkt uns nur ab, sie irritiert uns. Das ist das Wesen eines Irrgartens, den Menschen zu narren, im Labyrinth lange Umwege und Irrwege machen zu lassen, die zu nichts führen, zu verleiten und zu verlocken, ihn kopflos und orientierungslos zu machen. Der Abt, den Alois Brandstätter hier sprechen lässt, spielt einen bekannten Topos ein, der in der Haltung der Kirche in vergangenen Jahrhunderten immer wieder bemüht worden ist. Die weltliche Literatur, sie lenkt nur ab. Sie lässt den Christen als Pilger das eigentliche Ziel aus dem Blick verlieren. Sie hält sich im Karussell der Affekte und Leidenschaften auf, statt die Seele zu beruhigen, zu ordnen und auf das Ziel der ewigen Heimat hin auszurichten. Der Tadel des Abtes an seinen schreibenden Klosterbruder, der den klassischen Vorbehalt gegen die Literatur sprachlich geltend macht, findet sich in Brandstätters Roman Der geborene Gärtner von 2005. Durchaus bemerkenswert ist nun, dass in unserer Zeit nicht nur Priester, Bischöfe und Theologen, sondern kein geringerer als Papst Johannes Paul II. Über diesen Vorbehalt hinweggegangen ist und zu einer ganz anderen Einschätzung gekommen ist. Eigentlich dürfen wir das gar nicht wissen, denn die Quelle, aus der diese Einschätzung hervorgeht, hätte vernichtet, ja verbrannt werden sollen. Aber ein kühner, um nicht zu sagen dreister Akt des Ungehorsams in Rom hat dies verhindert. Warum? Sein einstiger persönlicher Sekretär, der heutige Kardinal Stanislav Dziwicz, Erzbischof von Krakau, hat den testamentarischen Willen des verstorbenen Pontifex unbeachtet gelassen und die geheimen Notizen des Wojtyła-Papstes posthum publiziert. So wissen wir, was wir eigentlich gar nicht wissen können, dass nämlich Johannes Paul II. Keinen anderen als den österreichischen Schriftsteller Alois Brandstätter gelesen hat. Die Abtei. Ein Roman, in dem es um den mysteriösen Diebstahl des kostbaren Arnulfkelches aus dem Kloster unserer lieben Frau von Freimünster geht. Bei dieser Gelegenheit darf ich vielleicht einflechten, dass es mir eine Freude ist, dass wir einige Zuhörer haben, die aus den Stiften stammen. Ich darf pass pro toto Professor Dr. Georg Braulig vom Kloster des Schottenstiftes. Herzlich willkommen. Auch in der Abtei wählt Brandstätter die literarische Form des Briefes und lässt einen hochgebildeten, aber etwas umständlich agierenden Juristen, der mit der Aufklärung des Falles befasst ist,
an den Abt schreiben und in diesem Zusammenhang über Gott und die Welt resonieren. In diesem Brief bekommen es die Priester und Gläubigen, die Theologen, die Atheisten, aber eben auch die Literaturwissenschaftler ab. Und lassen Sie mich vor Beginn ein paar Kostproben aus diesem Roman Die Abtei bieten, damit Sie eine Ahnung haben, wie der Sound von Armis Brandstätter so klingt. Also zu den Priestern und Gläubigen. Das Beten halten viele nicht mehr für modern. Beten ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Jetzt wird diskutiert. Und immer öfter höre ich auch dort das scheußliche Wort Kommunikation. Du kannst nicht mitzählen, mein Abt. Du hörst das Wort Kommunikation öfter als das Wort Kommunion. Wenn früher jemand das Wort kommunizieren gebraucht hat, dann war klar, dass er damit die Kommunion empfangen gemeint hat. Nach der gegenwärtigen Sprachregelung bedeutet kommunizieren aber so viel wie miteinander reden, sich anquatschen. Und dieses Kommunizieren muss absolut spontan und unvorbereitet ausfallen. Formlos, fehlerhaft, darf nur nicht schriftsprachlich oder gar hochdeutsch, sondern muss grob mundartlich, und zwar im Wiener Dialekt, den kann ich jetzt nicht imitieren, vonstatten gehen, sonst ist es kein Kommunizieren. Es gibt Radioprogramme, die rund um die Uhr in dieser Weise kommunizieren. Wann nur werden die Menschen endlich diese endlosen Stegreifplaudereien von Idioten und Analphabeten satt haben? Soweit der erste gegen die Priester und Gläubigen gerichtet. Dann die Theologen. Der größte Theologe ist heute der, der mit den wenigsten Realien auskommt. Die Theologen denken sich nichts mehr zum Text. Sie denken nichts mehr dabei und dazu, sie denken sich alles weg. Sie denken alles aus dem Text heraus, sie sehen ab und über die Fakten hinweg. Sie verzichten auf alles, am Ende auch auf Christus. Sie propagieren die Theologie ohne Gott. So ist es das erklärte Anliegen, jetzt kriegen die Exegeten eins rüber, so ist es das erklärte Anliegen der Leben-Jesu-Forschung, nicht das Leben Jesu zu erforschen, sondern den Herrn hinweg zu forschen. Die Leben-Jesu-Forschung erblickt ihren Fortschritt im Wegforschen, Verforschen, Zerforschen, mein Art. Der Fortschritt liegt im Krebsgang. Die moderne Theologie ist eine Verflüchtigungswissenschaft. Die Theologen verflüchtigen und verdünnen, sie wollen die Kirche nicht im Dorf lassen. Pater Martin, wir gehen aufs Reformationsgelenk zu, Pater Martin, also Luther ist gemeint, hat gesagt, ihr müsst das Wort lassen starren. Punkt. Die Atheisten, was ist das eigentlich für ein lächerlicher Atheismus, der sich noch immer in Gotteslästerungen ergeht? Der Satz, Gott ist tot, aber ist ja fast eine Gebetsformel geworden. Wer so etwas im Ernst sagt, der verlangt nach der Taufe. Er sucht die Gemeinschaft der Glauben. Das ist schon fast eine Vorwegnahme der Sentenz von Arnold Stadler, der vor einem Jahr hier gesagt hat, auch der Unglaube ist nur ein Glaube. Und jetzt zuletzt die Literaturwissenschaftler. Wie viele reden und schreiben über Goethe? Wer aber betet für ihn? Wären ihm die Germanisten das nicht eigentlich mal schuldig? Jährlich halten die Studenten der Medizin einen Gedenkgottesdienst für die Seelen der Verstorbenen und der in der Anatomie Sezierten ab. Einen ähnlichen Brauch sollte es auch bei den Literaturwissenschaftlern geben. Was sie ihren Opfern verdanken und vor allem, was sie ihren Opfern antun, das ist auch nicht eben wenig. Ein einziges Vaterunser wäre in nicht wenigen Fällen vermutlich besser und anständiger gewesen als ein paar Dutzend Aufsätze und Bücher. Liest man vieles über die verstorbenen Dichter, so möchte man in Fürbittgebeten den Herrn anflehen, vor den Gewalten der Hölle bewahre, o Herr, seine Seele und vor den Literaturwissenschaften sein Werk. O Herr, lass nicht zu, dass sein Werk der Sekundärliteratur anheimfällt. Das nun schreibt Alois Brandstätter, der nicht nur Schriftsteller ist, sondern als Altgermanist selbst auch Sekundärliteratur verfasst. Deshalb ist festzuhalten, es spricht hier nicht Othon Brandstätter, sondern eine Figur, an der er beim Schreiben sicher seinen Spaß gehabt hat, so wie wir als Leser und Hörer des von ihm Geschriebenen unseren Spaß haben. Nun, noch kurz ein paar Worte zu Alois Brandstätter, bevor es losgeht. Er stammt aus Oberösterreich,
Er hat in Linz, der Stadt Anton Bruckners und Adalbert Stifters, aber auch in Wels seine Schulbildung genossen. Seine Matura absolvierte er, wie es auf Wikipedia vermerkt steht, mit Auszeichnung. Danach studierte er hier in Wien Germanistik und Geschichte und schloss seine Studien mit einer Dissertation ab 1962. Von da an hat er quasi einen Schritt nach Deutschland getan und war an der Universität des Saarlandes als wissenschaftlicher Assistent für Altgermanistik und Sprachwissenschaft tätig. Dort habilitierte er sich 1970 mit der Arbeit Prosa-Auflösung, Studien zur Rezeption der höfischen Epik im frühen neuhochdeutschen Prosa-Roman. 1971 wurde er in Saarbrücken zum Professor an der Universität des Saarlandes ernannt und war im Wintersemester 71-72 auch Gastprofessor an der Universität Salzburg. Aber auf Dauer hält es einen Oberösterreicher nicht im Exil im Saarland. Es musste irgendwann zurückgehen und 1974 war das Datum, als es endlich zurückging. Und zwar auf eine Universitätsprofessur für ältere deutsche Sprache und Literatur an der Universität Klagenfurt. Eine Professur, die er bis 2007 innehatte. Nun, zum Werk gäbe es jetzt sehr, sehr viel zu sagen. Dazu nur ein paar kurze Sätze. Ab den späten 60er Jahren begann Brandstätter auch als Schriftsteller an die Öffentlichkeit zu treten und wurde nach ersten Förderpreisen rasch bekannt. Er liebt, Sie haben es schon gemerkt an den Kostproben, er liebt Sprachspiele. Ich will Ihnen noch eins bringen, das auch hier jetzt ausliegt, in seinem jüngsten Roman mit dem Titel, achten Sie auf das Triple A, Aloigis Abbild von Alois Brandstätter. Hier wird die Mutter des seligen Alois einmal als Mater Dolorosa Donna Marta Tana bezeichnet. Besser geht's nicht. Brandstätter lässt in seinen Büchern mit liebevollem Blick vergangene Welten auferstehen und spürt Wörtern und Wendungen nicht selten auch etymologisch nach, sodass es eine Freude ist, ja, das mit und nachzuvollziehen. Von seinen Büchern kann ich längst nicht alle nennen. Ich sehe, hier sind einige Brandstätter-Fans und Liebhaber, die eine lange Lesegeschichte haben. Die habe ich, wie ich offen gestehen muss, nicht. Aber ich nenne Zu Lasten der Briefträger 1974, die schon erwähnte Abtei, 77 die Mühle, 81 die Burg, 86 der geborene Gärtner 2005, Kant lässt grüßen 2009, dann eine Wiederaufnahme zur Entlastung der Briefträger 2011 und den schon erwähnten Roman Aloigis Abbild. Ich darf der Herder Buchhandlung danken, dass sie hier auch die Bücher von Alois Brandstätter ausgelegt hat. Sie können die nachher käuflich erwerben und vom Meister selbst signieren lassen. Jetzt aber gilt unsere ganze Aufmerksamkeit seinem Wort. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wie ich in Wien studiert habe, 1962 promoviert, da bin ich eigentlich nie so hoch heraufgekommen. Wir sind ja einen Stock tiefer gewesen. Wir haben aber hin und wieder die Theologen applaudieren gehört, klopfen, wie es damals der Brauch war. Und ich kann mich erinnern, dass einer unserer Kunsthistoriklehrer einige sarkastische Sätze darüber gesagt hat. Die Theologen sind schon wieder einmal begeistert. Aber ich will mich hier nicht mit Reminiszenzen aufhalten, sondern wirklich diesen Text verlesen, den ich für diese Veranstaltung geschrieben habe. Literatur und Religion. Die drei monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum und Islam, sind Buchreligionen. Sie kennen und ehren, nein, sie verehren heilige Bücher, heilige Schriften.
Die Juden, die Bibel der Juden, die hebräische Bibel, die Christen, die Heilige Schrift, das ist in der Terminologie der christlichen Exegese, der christlichen Konfessionen, das Alte Testament und das Neue Testament, der Islam ehrt und verehrt den Koran. Islam und Korankenner, ich bin es nicht, belehren einen, dass der Koran, was das Menschenbild betrifft, uneinheitlich sei, dass er freundliche, pazifistische Suren kenne, aber auch unversöhnliche, die den Dschihad, den Kampf gegen Anders und Ungläubige predigen. Die Zäsur zwischen den beiden Positionen sei die Flucht des Religionsgründers Mohammed von Mekka nach Medina, die eine Radikalisierung bedingt habe. In der Terminologie der christlichen Theologie heißt es, die Bibel sei inspiriert. Das betrifft das Alte und das Neue Testament. Sie sei also eingegeben vom Geist, nach der Trinitätslehre vom Heiligen Geist inspiriert. Die Bibel ist ein theogenes Vermächtnis, ein Testament. Das Verhältnis des Christentums zum Alten Testament ist zwiespältig und widersprüchlich, wie auch umgekehrt vom Judentum zum Neuen Testament des Christentums. Orthodoxen Juden sind die Christen neu, also nicht Juden, Heiden. Die Haltung christlicher Theologie reicht von höchstem Respekt für das AT und der liturgischen Aneignung und Verwendung in der gottesdienstlichen Praxis. Man denke an die Verwendung alttestamentarischer Texte für Lesungen, aber auch an das alte Staffelgebet, den Introitus der Messe des tridentinischen Ritus, der eine Aneinanderreihung von Psalmen darstellt und überhaupt das Psalmodieren oder auch die Vorliebe der Evangelischen für die Psalmenliteratur bis hin zur Abneigung. Ja, den Versuch, sich vom Alten Testament loszusagen, das Alte Testament zu dementieren, durch den Reichsbischof Ludwig Müller, den Vertreter der sogenannten deutschen Christen, der von 1883 bis 1945 gelebt hat, also in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Hochschätzung und Verehrung der Schrift, der Heiligen Schrift, zeigt sich buchstäblich sinnfällig nach dem Wortgottesdienst der katholischen Messe, der Verlesung von Epistel und Evangelium, von Perikopen, im tatsächlichen Hochhalten des Messbuchs durch den Priester oder den Diakon mit den Worten Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, was das Volk beantwortet, Lob sei dir, Christus. Buchreligionen. Buchreligiös sind in gewisser Weise auch jene von Belletristik, also der schönen Literatur, oder auch der schöngeistigen Literatur begeisterten. Eine Perversion und radikale Negation der Begeisterung für das Buch oder bestimmte Bücher ist das Bücherverbrennen. Den Büchernarren ist hingegen allein schon das Wegwerfen und Entsorgen von Büchern auch weniger wertvollen Gräuel. Das Entsorgen ein Problem. Und doch müssen viele Bücher, ja ganze Bibliotheken aus Nachlässen zum Kilopreis auf Flohmärkten oder in Antiquariaten landen. Es gibt bereits terminologisch viele Hinweise auf eine Sakralisation des Kreativen, also eine quasi religiöse Hochachtung von Dichtern oder Künstlern im Allgemeinen. Man spricht vom begnadeten und charismatischen Künstlern, gleichsam von einer Gnadenlehre des Schöpferischen. Und man spricht von Kultbüchern. Das Wort Kult erlebt einen geradezu inflationären Gebrauch im Zusammenhang mit Literatur und Kunst, Kultbuch, Kultfilm und so weiter. Und Kitsch wird in der Nachbarschaft der Sünde gesehen.
Auch das Wort Schöpfer selbst notiert natürlich im Kreativen wie im Numinosen von Vergil, dem Schöpfer der Aeneis, der Bucolica und dem Georgica, den Theodor Deutler, den Vater des Abendlandes genannt hat, heißt es, er sei eine Anima Naturalita Christiana, also eine genuin christliche Existenz gewesen, sozusagen ein vorchristlicher Prophet, weil er ja in der vierten Ekloge der Bucolica die Geburt des Heilands aus der Jungfrau vorausgesagt habe. Heute weiß man freilich, wen er an jener Stelle in dem Bucolica gemeint haben könnte, vielleicht sogar Augustus. Hier ist also eine Sakralisation des Säkularen oder gar Banalen und Trivialen gibt, eine Hoch- und Überschätzung, so gibt es auch eine Säkularisation des Heiligen, eine Herabsetzung in areligiös gesinnten und gestimmten Menschen, denen, Zitat, nichts heilig ist, den sogenannten Ungläubigen. Woran glauben, die nicht glauben? Umberto Eco. Können durchaus einen Gefallen, an eine Neigung zur Bibel entwickeln und finden. Bert Brecht hat sich in diesem Sinne geäußert. Sie werden lachen, die Bibel, antwortete er auf die Frage nach seiner Lieblingslektüre in einem Interview. Obwohl er sonst von der zentralen Botschaft und den Dogmen der Kirche großen Abstand gehalten hat. Er hat ja auch nach einem Vortrag des Alfred Döblin über dessen Erweckung oder Bekehrung in einer Kirche, als er entsprechend hörte, gesagt, diese Rede von Döblin, die verletze seine areligiösen Gefühle. Lasst euch nicht betören, schreibt er in der Hauspostille, und ihr werdet sterben wie die Tiere, und es kommt nichts nachher. Lasst euch nicht vertrösten, lasst euch nicht verführen, beginnen die anderen Strophen der Hauspostille. Ja, es gibt eine Fülle von belletristischer, essayistischer Literatur, in der vor Konfessionen oder allgemeiner vor Religion gewarnt wird. Arnfrid Astl, ein saarländischer Freund, hat einmal auf einem evangelischen Kirchentag Karten mit sarkastischen, polemischen Sprüchen, Epigramme nach der Art Lichtenbergs verteilt, von denen einer hieß, auf die Frage, warum gedeihen die Wege der Gottlosen? O Herr, will ich gern mit deiner Antwort aushelfen, weil sie gottlos sind. Salman Rushdie hat in einem Schweizer Hochglanzmagazin den 5 Milliardsten Menschen auf der Erde, ein Mädchen irgendwo in Asien oder Afrika, begrüßt und ihm gewünscht, es möge nie in ihrem zukünftigen Leben mit Religion Bekanntschaft machen. Aber, möchte man fragen, könnte es nicht auch sein, dass es einmal durch die Schuld ruchloser, gottloser in Bedrängnis und Not gerät, in der ihr Menschen helfen, die aus ihrer humanistischen, aus ihrem Glauben kommenden Solidaritätsgesinnung gut und karitativ an ihr handeln? Ein unfrommer, literaturbegeisterter Agnostiker oder Atheist kann so und trotzdem am Wortgottesdienst der Lesung der Perikopen eines Textes aus der Apostelgeschichte und eines Paulusbriefes oder eines Propheten des sogenannten Alten Testaments seine ästhetische Freude und ein Wohlgefallen haben. Schon gar, wenn die Heilige Schrift nicht einfach gelesen, sondern wie seinerzeit das Weihnachtsevangelium von Raoul Aslan im Radio vorgetragen wird. Die Psychologie spricht bezüglich der Wirkung und Funktion von Rede und Literatur von aletisch, ethisch und ästhetisch. Es gibt also Hörer des Wortes, die sehen darin die Wahrheit, die anderen richten sich in ihrem Handeln danach. Und natürlich
ist Paulus einer der bedeutendsten Autoren der Weltliteratur. Es wäre aber ein Missverständnis, alles Geschriebene für fiktional oder Fantasie zu halten und abzutun. Neuerdings spricht man auch gern von Faktion. Die Heilige Schrift ist keine Poesie, was nicht hindert, dass sie formal eindrucksvoll und ausdrucksstark artikuliert und traktiert, sozusagen raffiniert. Die Lesung ist keine Dichterlesung. Vortrag. Es lohnt sich, dem ursprünglichen Etymon nachzudenken. Obwohl bekanntlich zu viel theatralischer Ehrgeiz im Vortrag und im liturgischen Vollzug vom Kern der Botschaft ablenken, befördert und unterstützt die Feierlichkeit des Vortrags das Fides ex auditu, dass also der Glaube durch das Gehör kommt. Es gibt eine eigenartige Kunst der Verlautbarung heiliger Schriften, wie es auch sozusagen ein scheinheiliges Missverständnis gibt, wenn die Sprache oder die Sprechweise ins deklamatorische Grau schießen. Vielmehr muss deutlich werden, dass der Text nicht vom Vortragenden stammt. So wie es ein Sanskrit gibt, gibt es auch ein kunstvolles, künstliches, sozusagen unnatürliches Sprechen und Deklamieren von heiligen Texten, etwa im Tonus Rectus. Das Reden von Gott kann kein Smalltalk sein. Die Freude am Wort, an der Formulierung, am Wortlaut, am Sprachklang kann durchaus bei einem Ungläubigen größer sein und tiefer gehen als bei einem routinierten, gläubigen Hörer des Wortes. Bei einem Menschen, der das Kultische nur kulturell nimmt und versteht. Karl Rahner, von dem ja auch das Hörer des Wortes nach seiner Grundlegung der Religionsphilosophie 1937 vor der zweiten großen Schrift Gott in Welt genommen ist, hat in einem Festschriftbeitrag des Otto Müller Verlages über den Buchautor in Werke und Jahre Otto Müller 1962 sozusagen in der anderen Richtung alles Kreative als an und für sich christlich erklärt. Zitat, die Grundthese, die ich aufstelle und entfalten möchte, ist der einfache Satz, der Autor als solcher ist ein Christ und hat ein Christ zu sein. Ich habe mich einmal gegen diese Verallgemeinerung und die Erweiterung des Kreativen und des Christlichen und ihrer Vermengung bei einer Tagung der katholischen Aktion im Spital an der Drau ausgesprochen, habe eingewendet und zu bedenken gegeben, dass noch nicht alles Kreative, alles Schöne oder Schöngeistige himmlisch und alles Gefällige zugleich gottgefällig sei. Wobei freilich auch Menschen bestimmen, was Gott gefällt. Jene, die zu wissen glauben, wo Gott wohnt. Wer dies argumentiert, dass er kreativ gleich christlich, zeigt einen gewissen Mangel an Diskretion, die er dem Menschen aufgetragenen Unterscheidung der Geister. Es gibt konfessionelle Barrieren, Grenzen auch der Auslegung und Exegese. Das Lehramt benennt Heterodoxes und Heretisches, vielleicht auch Gefährliches für Edukanten. Die Verfasser jener Bücher, die dereinst auf einem Index Librorum Prohibitorum gesetzt, also indiziert wurden, unter die Frommen einzureihen, wie es oft geschieht, geht wohl etwas zu weit. Ist das auf den Index setzen ein Vorläufer oder eine andere Art des Bücherverbrennens? Rahner spricht vom anonymen Christentum, einem sozusagen impliziten Christentum. Darum ist auch die zweite seiner Thesen, ein Autor kann berechtigterweise in verschiedener Art Christ sein. Gegen meinen wahrscheinlich etwas altbacken erschienenen fundamentalistischen Konservativismus hat damals
der Ästhetiklehrer an der Akademie der Bildenden Künste in Wien, der Jesuit Alfred Focke, Nonkonformist und exzellenter Literaturkenner, opponiert, der kurze Zeit darauf, heuer vor 30 Jahren, bei einer Bergtour in den Lienzer Dolomiten den Tod gefunden hat und verschollen ist. Christine Buster hat geschrieben, für seine Auferstehung brauchte er kein Grab. Liturgen, die von der Heiligkeit des Unheiligen oder gewissen Erscheinungen des Außerheiligen überzeugt sind, integrieren ja manchmal Unchristliches, unter Anführungszeichen, auch im katholischen Gottesdienst. Dann bekommt man bei Hochzeiten zur Lesung statt des ungeliebten Paulus die Frau sei dem Mann mit Untertan Rabindranath Tagore zu hören. Einer ähnlichen Mentalität verdankt sich auch die Popmusik in der Volkskirche. Kardinal Josef Ratzinger, der spätere Papst Benedikt XVI., hat gegen die übertriebene Liberalität im Integrieren und Importieren unchristlicher oder unkirchlicher Musik, Pop, Rock, Heavy Metal etc. in die Kirche und beim Gottesdienst Stellung bezogen, was ihm viel Schelte bei Jugendlichen wie einem meiner Söhne eingetragen hat. Das setzte es heftige Diskussionen beim Mittagstisch. Da musste sich der Vater den Vorwurf gefallen lassen, er sei päpstlicher als der Papst. Konrad Paul Liessmann hat im Spektrum der Presse am Samstag, den 24. September dieses Jahres, einen profunden Beitrag zum Thema über Gott und die Welt geliefert und über viel unerkannt Transzendentes im Immanenten geschrieben. Karl Rahner hat nicht nur in dem erwähnten Beitrag alles Schöpferische als christlich reklamiert, auf einem gedanklichen Weg oder Umweg, auf dem ihm jemand, der das Christliche in den christlichen Kirchen oder noch genauer im Katholizismus verortet und beheimatet sieht, schwer folgen wird. Er hat bekanntlich auch prophezeit, dass alle Religiosität, auch die kirchlich organisierte, mystisch und spirituell werden müsse oder sie würde untergehen. Religion als Erlebnis. Nur die Mystik also habe Zukunft. Und die Gegenwart, fragt man sich, bestimmt und kennzeichnet sie etwa die Esoterik. Hierher passt auch, dass Rahner gegen Ende seines Lebens gemeinsam geäußert hat, es wäre für den ökumenischen Frieden viel gewonnen, wenn sich die christlichen Konfessionen dazu verstehen würden, den jeweils anderen nichts abzusprechen. Ist dies der Verzicht auf die Kontroverstheologie? Ist Epoche angesagt, die philosophische Urteilsenthaltung? Ist vielleicht der Atheismus eine besondere Ausprägung des Theismus? Gibt es den katholischen oder den evangelischen Atheismus? Mich erinnert die Forderung nach dem mystischen Erlebnis, Gilteil, bei Karl Rahner an Barthold Heinrich Brockes, 1618 bis 1747, irdisches Vergnügen in Gott. Brockes gerät alles Betrachten der Welt als Schöpfung, auch im Sinne des teleologischen Gottesbeweises, der dahinter steht, zum schwärmerischen Lob Gottes, des Schöpfers, und nimmt auch nicht die schweren Probleme der Theodizee in den Blick. Warum lässt Gott uns leiden? Hörte ich einen Vortrag von Karl Rahner an der Universität in Klagenfurt. Auch Leopold Ungar spricht in seinem Buch Die Weltanschauung Gottes in diesem Zusammenhang von einem unerklärlichen Mysterium, wie auch vom Mysterium der Sünde. So richtet er Brockes den Blick doch auch auf das vordergründig Unschöne und findet aber selbst hier das Herrliche, das in den Herrn der Schöpfung loben und preisen lässt. Da heißt es etwa die Heide, es zeigt sogar die dürre Heide,
zu unserer nicht geringen Freude, wenn man sie recht genau betrachtet, des großen Schöpfers Wunder macht. Daraufhin nimmt er wie Spitzweg die Heidevegetation, die kleine, sozusagen die Bonsais, die unscheinbare Vegetation in Augenschein und kommt zu dem frommen Schluss. Betrachte den Fortin, geliebter Mensch, die Heide, nicht sonder Gotteslob, nicht sonder Freude. Wer erinnert sich hier nicht schon an Eduard Mörike, den dichtenden Pastor oder geistlichen Dichter aus Klebersulzbach, der dort freilich nie gepredigt hat und immer seinen Vikar auf die an sich niedrige Kanzler geschickt hat? Wir haben auch in Saarbrücken aus eine Exkursion dorthin gemacht, ich habe es gesehen, weil er sich mit Platzangst entschuldigt hat, der Mörike. Im Schweizer Dichter und Pfarrer Kurt Marti hat Mörike einen Nachfolger gefunden. Es gibt eine Reihe von Literaten, die ihr Dichten in den Dienst einer wie immer gearteten Verkündigung stellten, bewusst oder subtegumine, unbewusst, expresses Verbes, ausgesprochen oder unausgesprochen. Auch hochgeschätzte Frauen ohne kirchliche Ämter haben sich als Verkünderinnen des Wortes, um es sozusagen, bewährt. Man denke an Luise Rinser, Gertrud von Lefour, Erika Mitterer, Elisabeth Langes oder Marie-Louise Kaschitz, Dorothee Söller. Wie kommt es, dass einem in diesem Punkt vor allem Frauen einfallen? Vielleicht mir jedenfalls mit der Ausnahme Reinhold Schneider, Winter in Wien, wo doch in den Kirchen immer doch eher die Männer den Ton angegeben haben. Oder ist wirklich Julian Green, der in der Kirche St. Egid in Klagenfurt beigesetzte, der letzte katholische Dichter, wie gerne gesagt wird, sozusagen der Vollender der Renouveau-Katholik nach Georges Bernanos und Paul Claudel. Ja, bei Mörike heißt es im Gebet: Herr, schicke, was du willst. Das ist kein Druckfehler, wenn Wild steht. Die Altgermanisten wissen das, dass diese Verben tatsächlich in der dritten Person nur das T haben, in der zweiten Person. Herr, schicke, was du willst, ein Liebes oder Leides. Ich bin vergnügt, dass beides aus deinen Händen gewählt. Wollest mit Freuden und wollest mit Leiden mich nicht überschütten, doch in der Mitte liegt goldes Bescheiden. Wie muss ein Vers wie dieser in der ersten Strophe, wenn auch noch so schön klingen mag, einer Lyrikerin wie der Kärntnerin Christine Lavant missfallen haben, in deren Gedichten, um es flapsig zu sagen, der liebe Gott weniger gut wegkommt, die also klagt und anklagt angesichts des unsäglichen Leids in der Welt und ihres eigenen Unglücks, die sie von allen möglichen Krankheiten heimgesucht wurde und sich halb blind mit Stricken ihren Lebensunterhalt verdienen musste. Auch Günther Nenni hält das Schimpfen mit Gott für einen Akt der Frömmigkeit. Und dann denkt ihr sicher auch an Josef Roths Die Rebellion, eine Erzählung, in der eine männliche, invalide Klofrau am Locus, einem gekachelten Locus Horribus, stirbt und nun mit seinem Gott, ihrem Gott, ins Gericht, sozusagen ins jüngste Gericht geht. Schon vor der endgültigen Abrechnung nach dem Tod heißt es drastisch, Zitat, wohnte Gott hinter den Sternen, sah er den Jammer eines Menschen und rührte sich nicht. Was ging hinter dem eisigen Blau vor? Thronte ein Tyrann über der Welt und seine Ungerechtigkeit war unermesslich wie sein Himmel. Weshalb straft er uns mit plötzlicher Ungnade? Gaben wir ihm Anlass, sich an uns zu rächen?
alles betrachten, mündet bei Brockes in Andacht und Poesie. Alles Anschauen zur glückseligen Anschauung Gottes. Wie wenig aber heutzutage dieser theologische Gottesbeweis, oder nicht erst heute, vielleicht schon der Immanuel Kant, der die Gottesbeweise ja entzaubert hat, den Philosophen und Theologen gilt, das hat wohl auch Kardinal Christoph Schönborn nach seinem Beitrag über das intelligente Design des Seienden, also einen Beitrag in der New York Times erfahren müssen, der in viel Kritik ja auch Spott eingetragen hat. Eine besondere Antwort auf Brockes hat bekanntlich auch Peter Rühmkorff mit einem Gedicht gegeben, das ironisch den brockeschen Titel verkürzt in eine sarkastische Abbreviation: irdisches Vergnügen in G. Wird Gott in den angedeuteten Anklagen lavantrot, also beim Namen genannt, sozusagen namhaft und verantwortlich gemacht, so ironisiert Rühmkorff den Unaussprechlichen in der Chiffre G, die den Titel Brockes herausfordern, der sich wehrt. Das Drücke, heißt es in einer Besprechung, das eigenartig ambivalente Weltbewusstsein des jungen Dichters aus. G ist eigentlich das physikalische Symbol der Fallbeschleunigung. Es bezeichnet die letzte verlässliche Kraft, der seine Existenz auf Begehren ausgeliefert weiß und der gelassen vertraut. Aus dieser Besprechung. Fallen und Stürzen, immer noch besser als Tod und Auslöschung, sind solche Antworten wie die Rühmkorffs auf die Tradition nicht eigentlich auch ein Vorwurf an die traditionelle Theologie im Sinne der Leichtfertigkeit beim Berufen Gottes? Du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen. Geht er der Theologie vielleicht zu leicht über die Lippen? Auf Gott hindenken heißt ein Werk des holländischen Theologen und Ranerfreundes Pier Schoonenberg. Gott also als Denkrichtung, nicht als sicheres geistiges oder geistliches Besitztum. Was haben sich die Maler der Renaissance und des Barock wohl gedacht, wenn sie Gott Vater als altenbärtigen Mann malten? Und ist Adam auf Michelangelos Fresko in der Sixtinischen Kapelle nach des Schöpfers Bild und Gleichnis oder nicht umgekehrt Gott ein alt gewordener Adam? Ute Ranke Heinemann hat einmal gesagt und bespottet, ein kleiner Esel hält Gott für einen unendlich großen Esel. Yahweh, das Wort bedeutet entweder er ist oder er erweist sich. Die Umschreibung aus den Vokalen für Adonai, Herr, sind es die Dichter, die den Theologen heute den leichtfertigen Umgang mit dem Namen Gottes verweisen und das Gebot exekutieren, du sollst den Namen Gottes nicht eitel nennen? Eine besondere einschlägige Satire hat Heinrich Böll in Murkes Gesammelte Schweigen geliefert. Dort geht es darum, dass der Rundfunkmensch Murke von seinem Intendanten beauftragt wird, die Tonbänder des Senders, auf denen die Reden des Kulturmenschen Burmalotke gespeichert sind, auf dessen Wunsch hin vom Wort Gott zu befreien. Da heißt es, Gott bitte löschen und durch jenes höhere Wesen, das wir verehren, ersetzen. Burmalotke hatte demnach vor 1945 vielleicht als Gottgläubiger die Formulierung jenes höhere Wesen benutzt, nach dem Umbruch auf Gott umgeschaltet und nun entsprechend dem Zeitgeist später zu jenes höhere Wesen zurückgefunden. Die ersetzte Bezeichnung entspricht der Nomenklatur vielleicht sogar der Freimaurer. Oberflächlich betrachtet könnte man vielleicht auf den Gedanken verfallen, ein Großteil der einschlägigen Literatur sei Literatur gegen
die Religion oder vielleicht richtiger Literatur gegen die Kirchen. Ignaz Hennetmeyer, Thomas Bernhards Eckermann teilt in seinen Erinnerungen Weihnachten mit Thomas Bernhard mit, dass sein Freund Bernhard, nachdem er seinen Austritt aus der katholischen Kirche vollzogen hatte, zu seinem Antiquitätenhändler nach Speyer fährt, um sich für das Geld, das er sich durch den Kirchenbeitrag erspart, ein wertvolles Kruzifix zu kaufen. Christus ja, Kirche nein. Sind die Dichter Konkurrenten der Theologen beim Gebrauch des Wortes, der geistlichen Kultarbeiter, artikulieren sie die Not, auch die Fragenot der Laien. Gott ist verrückt, heißt ein provokant tituliertes Buch des verstorbenen Kultur- und Religionskritikers Günther Nenning, der gleichwohl sich selber als einen frommen Menschen betrachtet hat. Eine besonders starke Lektion in Sachen Theodizee hat sicher Josef Roth mit der erwähnten Novelle Die Rebellion erteilt. Leopold Ungar, der verstorbene Leiter der Caritas, der lange nichts geschrieben hat, weil er die Mahnung des Karl Kraus, dem als 15-Jähriger begegnet ist, befolgt ist, dass nur geschrieben werden soll, was geschrieben werden muss, hat 1987 dann doch die Weltanschauung Gottes, eigentlich sind es Interviews zusammengestellt, von Franz Richard Reiter geschrieben, dass das Gottesbild, da schreibt er, dass das Gottesbild der Theisten, also der Gläubigen, eine Karikatur Gottes, eine Mischung aus Oberlehrer, Oberbuchhalter, Oberhändler, Oberrichter, Oberkönig sei und Zitat, Jahrhunderte und Jahrtausende lang sind Menschen vor diesem von ihnen selber projizierten Gott gekrochen, der Übersteigerung des eigenen Vaters, des eigenen Lehrers, des Richters, des Königs, des Generals und vor allem dieses grauenhaften Oberbuchhalters, der alles zusammenzählt und einem dann eine unangenehme Rechnung präsentiert, wenn man ihm einmal Auge in Auge begegnet. Zitat Ende. Von diesen negativen Bestimmungen alles dessen, was Gott nicht ist, ist es aber vielleicht nicht mehr sehr weit zur Negation der Existenz Gottes überhaupt. Hans Küng, existiert Gott? Ich erinnere mich an ein Interview des Nobelpreisträgers und der einst Absolventen des Wiener Schottengymnasiums Konrad Lorenz im Saarländischen Rundfunk, mit dem er gesagt hat, er halte die Annahme eines persönlichen Gottes für einen Frevel. Wo aber, frage ich, findet der Gottsuchende das rechte Gottesbild? Vielleicht erinnert man sich an den gutgemeinten Spruch des Pastors und Evangelisten Helmut Hamm: Wenn dein Gott tot ist, nimm doch meinen, Jesus Christus lebt. Es gibt eine Fülle von Literatur in Dichtung und auch Theologie, in der die Gottesvorstellungen der sogenannten Gläubigen kritisch gemustert, auch spöttisch bedacht und hinterfragt werden. Wo wird man mündig fündig? Vielleicht bei Romano Guardini, Urs von Balthasar, Hans Küng. Ungar meint, am nächsten kommt man an das göttliche Geheimnis heran, wenn man erkennt, Gott ist ein dramatischer Künstler. Und der Künstler, der im analogen Sinn arbeitet, er braucht auch das Licht und nicht nur das Licht, sondern auch den Schatten, um vor Augen zu führen, was man erleben kann. Disharmonie und Harmonie. Ungar findet diesen Gedanken am überzeugendsten in einem Gedicht des wahnsinnigen, umnachteten Friedrich Hölderlin ausgedrückt. Erst der durch Krankheit entgrenzte, am Borderline leidende Mensch hat eine Vorstellung, ein Empfinden für das Göttliche, wenn auch in Gottesfurcht
ja, in Panik. Ist dies die Gottesvergiftung, von der Tillmann Moser handelt? Und das Gedicht von Hölderlin, das Ungar großartig findet, mit Recht. Die Linien des Lebens sind verschieden, wie Wege sind und wie der Berge Grenzen. Was hier wir sind, kann dort ein Gott ergänzen, mit Harmonie und ewigem Lohn und Frieden. Wenn das Verhältnis der schöngeistigen Literatur zur Religion, zur Diskussion steht, dann ist ganz sicher Franz Kafka die zentrale Instanz. Es gibt nicht nur den spezifischen Kafka-Humor, es gibt auch eine Kafka-Theologie. Sein Werk wird ja gern mit Recht als Theologie, Theologie ohne Gott, verstanden und seine Romane und Erzählungen wie etwa Der Prozess als Bibel der surrealistischen, existenziellen Geworfenheit des Seins, um es mit Martin Heidegger im Sinne des Existenzialismus zu sagen. Josef K. wird, ohne sich einer Schuld bewusst zu sein, ja als unbescholtener Mensch abgeholt und einer unmenschlichen Judikatur unterworfen, die völlig undurchsichtig und absurd agiert, bis er dann schließlich auch umgebracht wird. Hinzulesen kann man andere Erzählungen, die Verwandlung, ganz besonders natürlich eine kaiserliche Botschaft. Zitat, der Kaiser hat dir, dem Einzelnen, dem jämmerlichen Untertanen, den winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine Botschaft gesendet. Und dann die Botschaft aber, die der sterbende Kaiser für dich einem Boten ins Ohr flüstert, erreicht dich nicht. Der pessimistische Schluss der Parabel, du aber sitzt an deinem Fenster und erträumst sie dir, wenn der Abend kommt. Also ein Traum. Dies ist eine starke, deutliche Lektion über das Ausbleiben eines Evangeliums, einer frohen Botschaft. Es ist auch, könnte man sagen, ein Warten auf Godot. Der merkwürdigste und hermetischste Text Kafkas zum Thema Religion ist sicherlich das Gespräch mit dem Beter aus der Erzählung Beschreibung eines Kampfes neben dem Gespräch mit dem Betrunkenen. Die Erzählung enttäuscht wohl alle Erwartungen an eine Geschichte mit diesem Titel, Gespräch mit dem Beter. Der Ich-Erzähler besucht eine Kirche, um ein Mädchen, das dort betet, zu beobachten. Dabei fällt ihm ein junger Mann auf, der sich mit seiner ganzen mageren Gestalt auf den Boden geworfen hat. Von Zeit zu Zeit packte er mit der ganzen Kraft seines Körpers seinen Schädel und schmetterte ihn seufzend in seine Handflächen, die auf den Steinen auflagen. Nach gewissen Begegnungsschwierigkeiten stellt der Ich-Erzähler den Mann beim Austreten aus der Kirche. Ich will Sie einiges fragen, mein Herr. Voriges Mal entkamen Sie mir. Das wird Ihnen heute kaum gelingen. Der Leser wird gründlich enttäuscht, wenn er Fragen nach der Auffälligkeit des Beters erwartet und Antworten auf die Gründe, warum er und warum er auf diese bizarre Weise betet. Ist er in einer Not oder ist ihm nach Dank und Lobpreis des Schöpfers zumute? Natürlich ist der Text von einer Art, dass Lehrer bei Schulaufsätzen früher Thema verfehlt und nicht genügend darunter geschrieben werden. Aber die Verweigerung ist hier natürlich Methode. Ernsthaftes und Schlüssiges zu sagen und stattdessen in sonderbare, absonderliche, surrealistische und analogische Wechselreden mit narrativen Einschüben auszuweichen, ist eine raffinierte, jedenfalls kalkulierte Antwort auf die Unmöglichkeit von Antworten
auf die unabweisbaren Fragen. Woher kommen wir mit Kant? Wohin gehen wir? Oder Martin Heideggers Satz vom Grund: Warum ist etwas und nicht vielmehr nichts? Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen. Ludwig Wittgenstein. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.